Damit willkommen zurück zur fünften Folge jetzt schon bei den Lilien beim SV Darmstadt 98. Ja, letzte Folge ging ja ziemlich lang, fast 30 Minuten. XXL-Folge, ein bisschen Kaderplanung haben wir gemacht. Und wir waren stehen geblieben bei unserem Rechtsmittelfeld und unserem, ach, Rechtsverteidiger und unserem Torwartproblem. Und ich habe mir da jetzt noch ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Chaluska wird ja gehen. Martinha müsste man gucken, ob er halt wirklich da einverstanden wäre, als Ersatzkeeper da zu agieren. Ich denke, Platins wird uns auf jeden Fall in den Jahren jetzt noch voranbringen und wäre auch ein Keeper, dem absolut wenn Gral verletzt sein sollte, was eigentlich im FM vielleicht einmal in 3 Jahren passiert normalerweise, dass ein Torwart sich verletzt. Dass er dann einspringen kann und denk, deswegen nehmen wir das Martinia-Geld lieber mit. Für aber ein bisschen Geld will ich auch noch für ihn haben. 750.000 mindestens. Gucken wir mal, ob sein Marktwert drin ist. Böp, böp, böp. Zweite Liga. Geht nicht. Okay. Fulham nicht interessiert. Schön. Das macht natürlich jetzt auch Spaß. Das anzugucken. Letzte Chance Österreich, Salzburg. Machen wir das nochmal raus. Und Gondorf war keiner interessiert. Da hauen wir nochmal die Anforderungen ziemlich runter. 170.000 Gondorf. Ingolstadt war ja nicht interessiert, genauso wie Hoffenheim. Gut. Zweite Liga. Gondorf ist dabei. Na, leider nicht. Ist ja nicht interessiert. Jetzt vielleicht jemand interessiert. Für wen ist noch geplatzt? Für Gorka. War für ihn schon angeboten? Nee, für ihn hatte ich noch keinen. 40.000. Dritte Liga. Wollte keiner, stimmt. Aber da sind einige andere Vereine. Haben wir die Anforderungen von Gondor, ach, von Gorka nochmal runter. Die 10.000 machen es bei unserem Geld jetzt eh nicht mehr aus, denke ich. Wir haben wesentlich höhere Summen, die wir verhandeln können. Da ist die Matenia-Ablösesumme wesentlich wichtiger als die Ablösesumme, die wir hier jetzt verlangen gerade. Türkei vielleicht in irgendeinem von Istanbul-Verein da. Nee. Da sind gerade viele interessiert. SV Grödegried, Altach, Salzburg, keiner interessiert. Ey, das gibt's doch gar nicht. Zürich. Naja. Müssen wir gucken, ob da ja jemand auf uns zukommt. Wir gehen erstmal ins nächste Spiel rein. Was ich noch sagen wollte, ich habe Jugendspieler jetzt hinzugefügt. Dennis Höse ist dabei. Hier eine 42 hast du. Ich hoffe, du bist zufrieden mit dem. Und hier, Bechtold. Robert Bechtold. Links und rechts Mittelfeld kannst du. Ein guter Spieler, denke ich mal, hast du da erwischt. Wenn ihr auch noch Jugendspieler wollt, gerne in die Comments. Und. Genau, und Rechtsverteidiger wollten wir gucken, bevor wir noch ins Spiel gehen. Da würde ich aber gerne schneller ein bisschen jetzt durchgehen. Vielleicht noch einen Jungen, den man aufbauen kann. Der Chambers ist eh nicht drin. Zimmer, büpp, büpp, büpp. Was ist das denn jetzt? Achso. Rechtsverteidiger. Gucken. Sakai würde zu uns kommen, aber der ist ja gerade zu Hamburg gewechselt. Auch wenn man ihn hier verpflichten könnte, das wäre nicht gerade realistisch. Hier sind noch andere. Bilagra. Vielleicht ein junger Spieler. Busch wäre nicht möglich. Das wäre. Nee, das ist jetzt gar nicht drin. Ein Spielertausch vielleicht. Naja, da wollen sie natürlich nicht. Zum Probetraining, Auftrag Berater. Er ist beweglich, schnell, gute Balance, kurze Pässe, lange Pässe, Kopfballpräzision, sehr gut. Manon, also nicht Mario? Nee, 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 Marion auch nicht. Was? Ashton Götz könnte man, würde ich gar nicht so schlimm finden. Müsste man scouten. Okay, gehen wir ins Spiel rein.
Ich denke, wir können Zulu mal reinnehmen. Wir können erstmal die Aufgaben gucken. Ich glaube, wir nehmen Niemeyer erstmal lieber als Kapitän, weil Niemeyer spielt auch immer. Auch wenn er gerade erst gekommen ist, aber alle Aufgaben einfach akzeptieren. Nein, dann ist Zulu ja wieder Kapitän. So, Niemeyer Kapitän. Und dann geht's los ins Spiel. Mit einer Veränderung zum letzten Spiel. Gegen KFC Uerdingen. Der war einfach raus, geht raus und spielt Fußball. Ach, ordentlich Fußball. Heller macht das 1-0 genauso wie letztes Mal. Seiler trifft auch wieder. Ungefähr wie letztes Mal. Diesmal aber andere. Jens Kral hat eine Vorlage gemacht. Was? What? Wie geht das denn? Alles klar. Wir wechseln ein bisschen rum. Wieder Seiler raus gegen Wagner. Der hat ja letztes Mal richtig gut getroffen. Rosenthal geht auch raus, aber gegen Strohingen. Weil Strohingen kann das überraschenderweise, was mich sehr wundert. Ich denke, die müssen erstmal noch ein bisschen Fitness tanken. Deswegen lassen wir das erstmal. Warum haben wir Chaluska mitgenommen? Wir hätten lieber einen anderen Mitspieler nehmen können. Kolasin sind jetzt die Noten ein bisschen scheiße, aber egal. So, die müssen ihre Fitness erstmal raufpumpen und dann gucken, was noch geht. 3-0 steht's. Vrančić kommt nochmal auf ZDM, das kann er ja auch. 4-0 macht Strohengel, 5-0 macht Vrančić. Sehr schön. 5-0 Sieg gegen Uerdingen, auch wieder gut. So läuft die Vorbereitung auf jeden Fall. Weiter, da müssen wir. Ach, ich habe gar keine Halbzeitansprache und so gemacht, ne? Egal. Als Stegmar ist Magdeburg interessiert. 22.000. Für jemand, der 90.000 aber pff, Pech. Nehmen wir an. Warum auch immer wir so viel Geld haben, aber. Wenn schon, denn schon, dann müssen wir es annehmen. Und ich denke nicht, dass Stegmeier irgendwie für großes Geld weggehen würde. Und naja. Kooperationsvertrag unterzeichnen. Sehr schön. Zahlung für Kooperationsvertrag geht fällig. Wie viel haben wir denn gezahlt? Ivana 27.500. Jo. Wie viel haben wir denn gezahlt? Gehen wir von ganz unten durch. Stegmeier angenommen, Scouting abgeschlossen. Ja gut, da können wir gleich rück. Oh nein. Obasi wechselt nicht zu uns, sondern zu Sampdoria Genua. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dafür ist hier er jetzt gescoutet. Ja gut, 5,3 Millionen. Aber stimmt, leihen könnte man ihn natürlich. Seung-Woo Ryu. Muss man gucken. 100.000, okay, das können wir noch stemmen. Kooperation, eigene Mannschaft. Wembacher wollten wir ausleihen, genau. Mindestens 50%. Ja. Genauso wie Volk, aber Sirigu wollten wir nicht ausleihen. Aber Sirigu wollten wir abgeben. Aber wir wollten ja unseren Freund Finger noch abgeben. Warum wollen die ihn nicht? Ich würde gerne Finger ausleihen dahin, wenn es gehen würde. Gut, Sirigu. Kein Verein an Manteria. Ach, Mantegna. Mantegna interessiert. Genauso wie Gorka, Chalust. Mann. Bitte. Aber die Torwerte würde ich jetzt möglichst schnell gerne loswerden. Bedeutet, da brauchen wir auch nicht das große Geld. Chaluska, er kommt aus Polen. Guck mal in Japan, sonst in Polen gleich. In Polen sind sie dann immer sehr gern. Oh, da sind aber einige. Ja, gut, einer interessiert. Gorka, genauso ein Fall. Schauen wir noch mal runter ein bisschen. Für das Geld, ey, da kann man doch fast gar nicht mehr ablehnen, wenn man das sieht. Nee. Mann, nee, da. Macht mich traurig. Keiner interessiert, keiner interessiert. Ausland, komm, Ausland. FC Lugano, Dänemark. Nein. Spielagenten, Spielagenten, so. Martinia, schrauben wir da noch mal ein bisschen runter auf 500.000 oder so. Oh, da haben wir auch gerade sehr hoch. 550.000, gucken wir erstmal, ob da jemand ihn haben will. Wäre vorteilhaft. Wäre sehr vorteilhaft. Dritte Liga will ihn keiner haben.
Spanien, sie vielleicht, da wird er noch hinfassen. England, zweite Liga. Nee, FC Bournemouth. Bournemouth. Bournemouth, oder wie heißt? Wie der Verein heißt. Mann, oh Mann, wir verbraten unsere Zeit hier schon wieder, ne? Wir müssen mal ein bisschen vorangehen. Wir sind erst 12 Tage vorangekommen. Was war jetzt noch? Genau. Jugendspieler. Ist hier noch einer. Den würde ich dann gerne mitnehmen. In der A-Jugend. Jugendmannschaft. Für 35.000. Ich weiß, für die anderen haben wir ziemlich viel bezahlt, aber gut. Ist auch noch okay. Leihangebot. Nicht abgeben. Okay. Kaufangebot. Kaufangebot wollen sie. Was ist das? Kaufangebot können wir aber nicht zahlen oder will ich nicht zahlen. Da weigere ich mich, als Darmstadt 5 Millionen zu zahlen. Oh Mann. Muss da vielleicht ein paar Leihspieler, die wichtig werden. Eihahn, ah, alles klar. Zuccolini. Oh, Alter, wäre das episch, ne? Zuccolini. War viel ausgeliehen zuletzt. Naja. Weigel sind wir ja sowieso gerade dran. Und Eihahn. Der Rest ist. Wir sind 1999 da. Zuccolini, das können wir uns auch nicht leisten. Robert Koren. Irgendwo kenne ich den. Ich weiß noch nicht woher. Könnte man kaufen. Genauso hier, Samporio. Sogar fast voll gescoutet. Morgen ist you. Gibt es vielleicht Leute, die man kennt, wo man weiß, dass die ganz gut sind? Gianluca Waldschmidt, Marvin Schulz, Lorenzen, Sternberg. Bei allen weiß ich nicht, wie gut die wirklich sind. Ihn weiß ich, dass er gut ist. Vielleicht noch irgendjemand aus Deutschland. So, ich hoffe, ihr hört die Maus nicht zu laut. Das wäre ein bisschen scheiße. Egal, wir gehen erstmal weiter. Was kommt jetzt? Darmstadt und Selina einigen sich wegen Ivana. Gut, habe jetzt kein großes Problem mit. Jetzt vielleicht. Ja, da sind ein paar Leute bei. Wir sind sogar auch dabei, aber ganz am Schluss mit Jens Grahl. Kouassi wechselt nach Leverkusen. Gucken wir uns erstmal die Nationalen an. Für 1,3 Millionen. Barkley zu Arsenal. Das wird sogar passen. Zaza zu Ju ach, zu Genua von Juve. Maxwell wechselt zu Rom. Sonst Zimmer wechselt zu Hamburg, aber große. Okay. 900.000 bieten. Wer ist das letzte Angebot? Akzeptiert. Sehr schön. Dann kommt Weigel. Weigel, nee, Nummer 13 nicht, das gefällt mir nicht für den. Nummer 18, Nummer 19. 19 kriegt er, Angebot akzeptiert, Weigel. Sagen wir auch direkt Hallo, herzlich willkommen, hoffe du gibst 110%. 1,1 Millionen ist sogar noch in unserem Gehaltsdurchschnitt. Scouting abgeschlossen zu Mast. 66 ist jetzt nicht das Wahre. Für 900.000 geht das sogar. Da kann man zwar gleich starke Spieler holen, aber ich denke, das ist sogar ziemlich realistisch. So, unterschreiben wir da nochmal. Passt alles. Bump, bump, bump. Den würde ich ja echt gern haben, aber oh, da ist es eher begrenzt sogar. Durchschnittlich. Ashton Götz suchen die jetzt. Gut, gehen wir zum Allianz-Spiel, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, was da.
So gibt 56.000 bietet Luzern. Ja, gut, nehmen wir einfach an. Ich denke, das ist mehr, als man erwarten kann. Ich hoffe einfach, er nimmt das dann auch an und will nicht, so wie viele andere von uns bisher, nicht wechseln. Micheli bleibt bei seinem Verein Bayern München. Genauso wie Leib haben wir nicht genug geboten. Wir haben 50.000 geboten. Ey, das gibt's doch gar nicht. Stegmeier. Das gibt's doch gar nicht. Vertragsverhandlungen für ihn auch noch gescheiterte. Da fasst man sich doch nur an den Kopf. Was verhandeln die denn da? Wie viel wollen die? Eine Mille? Da packe ich es auch nicht mehr. Dritte Liga. Gut. Sind sie wenigstens einige interessiert an ihm. Die spielten beide in der zweiten Liga, soweit ich das kapiert habe, oder? Gut. Verliehene Spieler, Wembacher. Beide nach Erfurt. Gegen Erfurt spielen wir dann sogar jetzt hier. Oh. Da spielen wir auch gegen Leipzig. Egal. Müssen wir mit leben. Bisschen reden mit den Spielern wäre vielleicht gut. Ich würde irgendwo sagen, du hast gut trainiert, aber wenn er anscheinend kein guter trainiert hat, hier großes Lob an Kasimi, auf den wir natürlich setzen müssen und versuchen müssen, ihn wirklich auf eine 70 möglichst schnell zu bringen, damit er bei uns Erstliga-Qualitäten bekommt. Das wäre wichtig. Ich will das ganze Geld auf keinen Fall ausgeben, weil ich das zu unrealistisch fände. Wenn halt für Jugendspieler. Gladbachs Jugend ist da. Oioioi, da ist ein 51er bei. Atiye. Jugendmannschaft. Bieten wir einfach 100.000, würde ich sagen. Da geht wenigstens ein bisschen Geld weg. Da sind noch so starke dabei, Alter. Jo, nehmen wir mit. Bieten wir sogar 150.000, oder? 180.000, komm. Und Vandenberg. Innenverteidiger. Fels in der Brandung, sehr schön. So Spieler sucht man auch. Auch 180.000. Nehmen wir mit. Die Folge ist jetzt auch schon wieder auf 15 Minuten angelangt. Egal, wir stellen noch eben die Mannschaft auf und machen schnell das nächste Spiel. So, Kasimi. Weigel darf heute gleich mal mit. Stark darf gleich mit. Holland kommt in die Startelf. Caldirola kommt wieder in die Startelf. Strohengel darf in die Startelf. Böp, böp, böp. Gucken wir kurz bei Kooperation. Kooperation. Wir haben gar nicht in eine Kaderanalyse geguckt, ne? Was die da gesagt haben. Kaderanalyse. Außer Rechtsverteidigung finden die das sogar gut, was wir da bisher haben. Immer noch von der Stärke 17, aber gut. Kann man nichts machen. Spieler ohne Perspektiven, einige. Also die meisten versuchen wir verkaufen. Kasimi, alles klar, ohne Perspektive. Sehe ich auch so nicht. Gut, gehen wir kurz rein noch. Hinspiel. Ja, gut. Anscheinend scheint der FM abgestürzt zu sein. Ich hoffe, ich kriege das wieder so hin. Dann lasst einen Daumen hoch da und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann gebt ein Abo bitte. Und ja, ich hoffe, ich kriege das irgendwie noch so hin. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt überhaupt noch und ciao.